Da wären wir wieder zurück bei Persona 5. Wir haben mittlerweile über 10.000, das heißt, wir können bei den Arena-Kämpfen teilnehmen. Und die werden wohl hoffentlich der Weg sein, wie wir ja, das vielleicht verzehnfachen können. Focus. Um auf die 100.000 zu kommen, die wir brauchen. Für diese Wagenbrückenkonstruktion, ne? Aber das könnte vielleicht der netteste Ort hier sein, ich bin mal gespannt. I can feel it. Hat auch einen eigenen Speicherpunkt, ich will den jetzt aktivieren, macht ja Sinn. Ich speichere auch gerne nochmal hier. I should write something. Okay. I can see it. Ah, willkommen, wollt ihr in unseren atemberaubenden Kampfarena antreten? Okay. Natürlich, gegen unsere Teamarbeit könnt ihr nichts ausrichten. Das läuft so nicht. Hier gibt es mehr ehrliche Zweikämpfe. Sag nicht. Nur einer von euch kann antreten und ihr müsst einen Stellvertreter wählen. Das Starkkämpfer beträgt 10.000 Münzen. Wenn ihr die Prüfung besteht, bekommt ihr das Zehnfache, 100.000 Münzen. Moment, was? Das ist ja genug, um über die Brücke zu kommen. Wir müssen das machen. How about this? Ich fürchte, das ist eine Falle. So ein hoher Gewinn bedeutet auch ein hohes Risiko. Wenn wir es nicht schaffen, den Platz zu filtrieren, ist das unser Ende. Dann haben wir keine Wahl. Dann sollte Joker antreten, ja, klar, weil ich am meisten Sachen wechseln kann, ne? Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun bekommen. Da ist er einfach am besten geeignet. Überlass das mir. Yes. Bist du dir auch sicher? Du bist auf dich allein gestellt. Wahrscheinlich werden sie uns hart austricksen, aber ist schon okay. Aber deswegen tritt doch auch Joker an. Also, ich kann schon verstehen, warum. Sei nur vorsichtig, okay? Und mach nichts Waghalsiges. Habt ihr euch entschieden? Sobald ihr eintretet, beginnt der Kampf. Also wählt euch. Also stellt ihr euch dieser imposanten Kampfarena? Ganz kurz eben nicht. Oh, kein Grund, dich zu verausgaben. Komm gern wieder, wenn du den Mut dazu aufbringst. Valkyrie war nicht ausgerüstet. Ich habe König Frost immer noch nicht aus dem scheiß Gefängnis rausgeholt. Das sollte ich vielleicht vorher machen. Das ist immerhin meine stärkste Persona gerade. Also ich hole ihn kurz raus, dann geht's gleich weiter hier, ja? Also bis gleich. We've arrived. Let's go. Na, wie nett. Mein komisches Räucherstäbchen hat diesmal keinen Effekt. Ich weiß nicht, ob es im Alarm gelegen hat oder keine Ahnung. Naja, schade drum. Wäre 4 Magiepunkte gewesen, dank des Alarms tatsächlich, aber trotzdem. So habe ich gar nichts bekommen. Gut, ja, jetzt kann ich antreten. Ich habe immer noch Valkyrie ausgerüstet, ja. Spannende Zweikämpfe, 10.000 Münzen. Zehnfaches 100.000 Münzen. Los geht's. Oh, dann begib dich bitte in den Ring. Das Starkgeld um einen angemessenen Preis berechnen wir nach dem Spiel. Das wirst du gleich erfahren. Dann müsst ihr euch erfahren, was Todesqualen wirklich bedeuten. Okay. Joker. Ab hier musst du allein weiter. Aber wir feuern dich von der Tribüne aus an. Sobald du drin bist, kannst du keinen Rückzieher mehr machen. Ist das klar? Ich gehe rein. One-Man-Army Joker. Will ich meine Mana noch erhöhen wieder? Das schaffe ich auch in 195, oder? Komm. Now then, our gripping battle is finally here! The idiot leader of the adult-defying thieves has come! Odds are 1.1 to the house, 23.0 to the Phantom Thieves! Wow, the Phantom Thieves are surprisingly popular! It's rare to see odds in the double digits! Now, let us begin our serious one-on-one battle! What the hell? There's two of them! Zwei Ganeshas, huh? This isn't one-on-one at all! They're just ignoring the rules right from the beginning! Now then, it's time for this hellish trio of battles to begin! Ready, set, go! Ich bin gerade gar nicht so gut mit allen Elementen abgedeckt, also mal gucken, wie das so laufen wird. Eure Schwäche kenne ich wenigstens. Was kann ich bieten? Gut, die beiden waren kein Problem, wenn ich treffe jetzt. Wobei, ich kann kein All-Out machen, weil ich alleine bin. Ich kann auch nicht wechseln jetzt leider. Ich will auch keinen Schaden jetzt unten nicht nehmen. Ich hoffe, meine Angriffe reichen. Mit der Knarre. Ich behalte meine Knarre mal kurz zur Sicherheit. Ja, das resettet sie dagegen. Scheiße. Ja. Oh Gott, das ist gefährlich. Das ist richtig dumm gefährlich jetzt. Ja, die gehen beide auf Krippen. Wie ist das denn?
it's time. Hm. Muss ich eigentlich nur wissen, ob ihr irgendein wodurch Schaden nimmt. Aha. Nee, Reese wird am Pop ist. Wir nutzen unsere neueste, mächtigste Person endlich mal, weil sie aus dem Knast rausgekommen ist. King Frost! King Frost. Ravage now. Oh ja, das ist Damage. Wow, he really can't take a hint! The stupid Phantom Thief has won! You know, that's a little hard to say. I'm just going to call him the Phantom Dweeb from now on! Phantom Dweeb. All of you betting on the house, do not fret! The second round of contestants is arriving now! What? They're even more than before. Was it nice to? How cowardly! There's nothing fair or honest about this. Quiet down in the peanut gallery. Now it's time to die in this blood-curdling battle. Ich würde sogar einen Insta-Kill riskieren. Persona. Melchizedek. Mahamon. There. Ja, ich habe generell eine sehr hohe Chance, Winston zu killen, wegen seinen Fähigkeiten. Kein Problem. Nächster bitte. Bullshit! Why the hell aren't you dying, you goddamn Phantom Dweeb? I have a bet on this too! There's no way in hell you're getting away with this! Time for our final contestant! What in the... Ooh, Tor. Yowza, that's a big one. Mhm. Das Finale sein hier, ne? Das hat er gerade auch gesagt und ich habe mich richtig aufgepasst. Tor ist natürlich richtig heftig. Wir müssen also mit starken physischen Moves und wahrscheinlich auch mit Blitzmoves rechnen. Habe ich jemanden, der da irgendwie super gut geeignet für wäre? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe keine Blitzresistenzen. Ich habe jemanden, der eine physische Resistenz mitbringt. Aber keine Blitzresistenzen. Doch hier. Ja gut, aber ich kann sie nicht ernsthaft nutzen. Sie ist halt nur collected. Ich würde es erst mal einfach mit ihm versuchen, weil er gerade mein Bester ist. Ich werde auch mal den Pinsel auf mich nutzen, erst mal gucken, was er macht. Alright. Noch nie gemacht, glaube ich, den Pinsel benutzt. Ansturm. Ansturm, ja. Ihr macht ihn jetzt natürlich super stark. Habe ich meinen Pinsel jetzt immer noch oder ist er nach einer Runde abgelaufen? Das weiß ich jetzt halt nicht, ne? Kann ich das irgendwie rausfinden? Ich weiß es gerade nicht. Ich versuch's gerade. Nee. Nein, nicht decken. Die Sache ist, ich weiß gerade nicht, ob mein blutiger Pinsel noch aktiv ist. Das ist echt ein bisschen blöd. Kann ich das nicht irgendwo sehen? I'm not done. Infos vielleicht. Bei mir steht jetzt gar nichts. Ja, das sagt mir natürlich nichts. Ich mach den Spell jetzt nochmal, weil ich mir nicht sicher bin, ob er reagiert hat. Ah, okay. Danke. Jetzt warnt mich das Spiel zumindest. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich angreifen können, obwohl sein Angriff vor auflädt. Also machen wir das mal. Ich hab ihn gefroren. Nice. Ey, gut, aber kann auch helfen. Cool. Ich bin fokussiert und aufgeladen, mein Freund. Schlecht für dich, gut für mich. Ja, bereite dich mal vor zu sterben. Tschüss. Natürlich hat mein King Frost auch die Möglichkeit, mit erhöhter Chance einzufrieren. Und ist doch gleich direkt getriggert. Das hat mich jetzt sehr glücklich gemacht. Sehr schön. Gute Arbeit, King. Masters? Once again, justice prevails. The payout will be handed over after this. Please wait. Nice. Congratulations. Here's your reward, 100,000 coins. Danke. Oh shit, that was freaking amazing, Joker. Die Arena war das Beste in diesem Dungeon. Ich mag aber gerne Arenen, also kein Wunder. Never even planned on giving you a fair fight in there. Yes, I expected that would be the case. Our other trials have been rigged as well, after all.
who you sent Joker in, knowing full well the possible dangers? I simply had faith in his skill. And to be honest, there was no other course of action available. Come now, we should head to the bridge. This shall be our moment to shine. Das dürfte wirklich gewesen sein, ne? Wir speichern im anderen Raum. Das ist näher dran. Ich glaube, ich will noch kämpfen müssen, also werde ich auch nicht heilen. Shall we take a break? Ich muss hier gleich einmal SP heilen, Dungeon. Aber mittlerweile ist es doch ziemlich einfach. Weil durch diese passive Heilung, auch wenn es nur 1% ist momentan, von der SP, für Leute, die nicht dabei sind, kann man das ganz gut managen. Ne? Man hat genug Leute dabei, die andere auswechseln können. Morgana kann dann als Heilbatterie noch besser funktionieren, weil die SP sogar aufgeladen wird zwischendurch. Roger. Das ist schon sehr nice. Ja, ich muss da hin. Gibt's hier noch irgendwas anderes einzutauschen? Do you have a moment? Wir brauchen mindestens 100.000 Münzen zurückzusenken. Das hat schon ewig alte Mühe gekostet, ein paar Münzen zu bekommen. Verjubel nicht alles. Ja, das so blöd bin ich nicht. Oh. Ein Schwert. Und das ist ein Schwert für dich. Das ist Blödsinn, das ist ganz nett. Das könnte ich mir noch leisten. Und dann auch noch das hier. Das hier lasse ich einfach sein. So. Mein Freund, wir haben ja echt eine krasse Sache für dich kriegen können. Jo, die ist nur besser und bringt 10 Glück mehr. Was Statusveränderung durch vergünstigt und auch Crit-Chance, ne? Ja, die Crit-Chance wird ihm helfen. Am liebsten ist nochmal speichert, aber nee, komm. Ich hab kämpfen müssen wir nicht mehr und selbst wenn schaffen wir das schon irgendwie. Mal gucken, was dazu kommt. Ah ja, muss ich das Ding hier eingeben. Authenticating Members Card. The required number of coins to activate the Bridge of Judgment is 100,000 coins. We got that. Now let us through. It seems you worked hard to gather that many coins. I never expected you would make it this far. I commend you on your vigorous efforts. However, you will never proceed to the manager's floor ahead. From this moment forward, the number of coins for the bridge will increase to 1,000,000 coins. Na komm, wir müssen uns einfallen lassen, oder? Weil das ist ja Bullshit. What? What? That's not fair. You can't give us an impossible task like that. Oh. You finally understand? That is the point. Your task will forever be impossible. Hence, I will emerge victorious. We had only just barely gotten 100,000 coins. She said she would let us through if we had 1,000,000 coins, yes? In that case, there won't be a problem. You know how to win that many? Not exactly. I already have the requisite coins right here. What? How could that be? Do you remember what we were told at the very beginning? Essentially, we could borrow as many coins from the casino as we already held on our card. Well, yes, but... For example, had we borrowed the max when we had 10,000 coins, we would have ended up with 20,000. And had we then bet on Joker at the Colosseum as a guest, our total would have grown to 460,000. Yes, but you're speaking purely in hypotheticals. That's not what actually happened. Correct. On Joker's card. However, that is not the only card in our possession. Krass, was Akechi das gemacht hat. Wieder großes Lob an Akechi. Und es überrascht mich, dass es die Karte auch so zum Einsatz kommt. Ich dachte wirklich, die Karte wäre mehr eine Falle für ihn später. Aber vielleicht ist sie auch beides, was noch cooler wäre. Oder sie ist nur das hier. Und ganz ehrlich, danke, Akechi. Danke. You have another card? That's the Taro Tanaka card I told you to get rid of. Exactly.
Instead of disposing of it, I secretly used it to gather coins and outsmart this system. 460,000 coins! That means we would have over 500,000 if we add all of our coins together! Was immer noch zu wenig wäre. So what? That's still clearly not close to the required total. Actually, once my count reached 460,000, I borrowed the maximum amount a second time. Simple. After paying back the original 10,000, I was left with 910,000. Adding Joker's total to that brings us to 1,010,000 coins. We can surely cross the bridge now. Und es ist egal, wie hoch sie die Zahl erhöht. Ihr müsst die alten Schulden zurückzahlen und könnt dann nochmal verdoppeln. Also, ja. Wait, if we borrow all them coins. Is there a problem? The manager's room lies ahead. We won't need to worry about coins after this. Das war jetzt meine Idee, ne? Also ich habe auch schon jetzt gedacht, okay, wir können ruhig das Leihen auch nutzen. Ich meine, mir doch scheißegal, ob ich hier Schulden in so einem imaginären Palast habe, der nach Erfüllung unserer Aufgabe sowieso nicht mehr existiert. Or did you honestly intend on paying back such a large sum? Impossible. This can't be! Crow, it's actually a little frightening how sharp you are. I'll take that as a compliment. I'm glad I was able to contribute to our Phantom Thieves' efforts. Now, we should hurry and let the bridge down before she decides to change the rules once again. Einmal aktivieren, bitte. Ja, verdammt, wir haben es fast geschafft. Wir sollten uns auf alles vorbereiten, was jetzt kommen mag. Okay, das heißt nochmal speichern. Ich werde sowieso zurückgelaufen jetzt, weil wir uns doch das letzte Accessoire noch holen können, auch wenn ich es nicht brauche. Aber hey, es ist gratis, ne? Also, mehr oder weniger gratis, weil die Coins werden hier nach keinen Wert mehr haben. Gehe ich mal stark von aus. Shall we? Ja, speichern möchte ich gerne, ja. Das war ja doch ein bisschen mehr Event jetzt. Ich weiß halt immer noch nicht, aufgrund der Tatsache, dass wir diesen Prolog hatten, wie das jetzt hier genau weiterlaufen wird. Werden wir jetzt noch ganz normal den Schatz erstmal als Schema finden und dann erst irgendwann gezielt eine Prangerkarte werfen oder passiert hier gleich irgendwas anderes? Ich kann es halt nicht wissen, ne? Let's go! Da ist schon mal die Schema. Okay, sehr gut. Und sonst scheint ja auch nichts zu sein. It looks like this is her base of operations. Perhaps her treasure will appear on that pedestal. A lot has happened, but we managed to get up here. Miss Manager's days are numbered. How on earth of you to simply barge in here? Elegance is necessary for victory as well, you know. I entertained you with all of my games, but it appears you are still not satisfied. Very well. I've made preparations especially for that possibility. This will be a game of life and death from now on. No matter who I face, I shall not lose. Sis. Our infiltration route is secure. We need to head back out and send the calling card. And once the calling card is sent, Sai-san's treasure will appear, correct? Yeah. Once the target is cognizant of the danger, that cloudy thing will take shape. I wonder, what will the treasure look like? That depends on the person. For Kamoshida, it was a medal, Madarame's was a painting, and Kaneshiro's was fake money. Father's was a plastic model. In other words, the treasure is what marked the beginning of the palace ruler's aspirations. It could also be what caused their desires to swell. Thinking about it won't get us anywhere, though. Let's head back and prepare the calling card. Alles klar. Was ist denn? Bist du neugierig auf den Schatz? Wo wir gerade davon sprechen, da hinten zeigt sich doch ein Gegenstand ab.
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ihr Schatz ist ein Notizheft der Polizei. Stimmt, euer Vater war... Sie denkt sicher, dass Papa gestorben ist, weil er von der Polizei benutzt wurde. Deswegen bedeutet ihr Gerechtigkeit nichts und sie will kein untertäniges Leben führen. Wegen seines Todes wollte sie Staatsanwältin werden und ist deswegen vom Sieg besessen. Sie hat ihn wirklich geliebt. Sai-san ist das Leben in so einer konkurrenzgetriebenen Welt mit Sicherheit leid. Eine Welt, in der ehrliche Überzeugungen nichts wert sind. Ich kann das bestens verstehen. Aber genau deswegen braucht sie den Sinneswandel. Ja, ganz genau. Und jetzt wissen wir, wo sich der Schatz befindet und können das Ziel endlich erreichen. Sollen wir zurück zum Eingang gehen, Joker? Jo. Okay. Okay, wir können die Fahrerkarte jetzt auch aus der realen Welt verschicken. Ich denke mal, das Level ist auch okay. Ich muss jetzt nicht mehr trainieren, oder? Ich würde sagen, ich mache hier auf jeden Fall einen Speicherstand, den ich wieder aufrufen kann, falls ich doch trainieren muss. Wäre das hier eine Option, zurückzukehren? Aber ich denke, wir sind gut dabei gewesen. Jetzt kann ich auch wieder Ausrüstung kaufen, ne? Weil ich jetzt für alle Ausrüstung bekommen habe. Also nicht für alle, sondern ich habe alles an Ausrüstung bekommen, was man im Dungeon finden konnte. Das wollte ich eigentlich sagen. Gut, dann raus hier. What do you want to do? Dann würde ich wirklich ein paar Freitage nutzen wollen, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt. Das müsste ich ja alles eh wieder in die Gegenwart einordnen, ne? Das heißt, es könnte richtig ernst werden. Yes. Wir haben es geschafft. Es gibt kein Zurück. Sobald die Fahrerkarte raus ist, versagen ist keine Option. Bleibt noch was zu tun, Joker. Wir müssen natürlich vorankommen. Ja, wir haben noch genug Tage. Also wenn noch ein paar Leute mit mir abhängen wollen, nehme ich auch gerne erstmal das wahr. Okay. Du hast dich heute super geschlagen. Müde? Ist ja keine Frage, ne? Du befiehlst es mir, dass ich müde bin. Wir haben es ja endlich geschafft. Jetzt müssen wir die Fahrerkarte noch schicken. Wir kriegen sie wohl noch auf den Weg, bevor diese Ermittlung startet. Wir wissen aber immer noch nichts über den wahren Drahtzieher hinter den mentalen Fakten. Ob wir wohl von dem Schatten von Nijima-san etwas erfahren? Ich bezweifle, dass sie relevante Hinweise gefunden hat. Sehe ich auch so. Deswegen hat sie ja den Haftbefehl gegen die Phantomen überlassen. Außerdem glaubt die Öffentlichkeit, dass der Fall gelöst ist, wenn wir verhaftet werden. Die Staatsanwaltin wird jetzt nicht einfach aufhören. Sie stehen unter dem Druck der Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft. Wenn wir wüssten, wer der wahre Täter ist, müssten wir nicht gegen die Nijima-sans Schatten kämpfen. Wer könnte es sein? Glaubst du, ist es jemand, den wir kennen? Möglich. Stimmt, aber wenn wir anfangen, allen zu zweifeln, nimmt das Misstrauen kein Ende mehr. Jedenfalls haben wir nun eine Gelegenheit, den Spieß umzudrehen. Diese letzte Prangerkarte wird mein Opus Magnum. Sag einfach Bescheid, wenn du soweit bist, Green. Bestimmt nicht die letzte sein. Gut. Wir können heute eh nicht raus. Was machen wir drinnen? Ich spiele das Spiel da oben jetzt nicht mehr. Anders kann ich meinen Mut jetzt aber auch nicht wirklich erhöhen. Ich müsste echt mal gucken wegen der anderen DVD, ne? Die andere mal zurücklegen. Vielleicht können wir heute was kochen. Oder Kaffee machen. Wir machen Kaffee. Hey! Ja. Wir machen selber Kaffee. Yes! Alright. Meisterkaffee. Na, versuchst du dein Glück? Wie läuft's? Lass dich mal probieren. Dieser sanfte Geschmack. Das muss Hawaiian Kona sein, kein Zweifel. Let me explain. Amerikanische Kona-Kaffee aus Hawaii. Kawaii wollte ich schon sagen. Kawaii? Kona-Bohnen sind so selten und teuer, dass diese Röstung nur zu 10% aus ihnen bestehen muss. Guter Kona-Kaffee ist für seinen vollmundigen Geschmack, seine Säure und sein komplexes Aroma bekannt. Der Geschmack ist eintönig. Du musst mehr üben, um diese Röstung ihre Potenzial locken zu können. Ja, das kennen wir alles. Wir gießen ein, wie er uns beigebracht hat. Viele Sachen laufen im Leben nicht so, wie man sich wünscht. Da kann man jetzt machen. Die Frage ist, wie du mit der Situation umgehst. Wirst du von ihnen weglaufen und es bereuen oder wirst du dich ihnen stellen? Du bist noch jung, du kannst jederzeit wieder von vorne anfangen. Obwohl ich dir über sowas keine Predigten halten sollte. Na egal.
immer nach vorne schauen. Well then. So, manchmal sind meine Abhängen, also ne, Vertrauensfokussierungen, legen tatsächlich stark auf Haru, weil Haru noch so niedrig ist. Ne? Yusuke möchte ich auch gerne bald mal vorbekommen. Akechi würde ich auch jede Chance nutzen wollen. Naruki, wenn er irgendwie nochmal kommt, ich weiß, ich denke mal, Bindis ist ein Storypunkt, weil er kommt nicht mehr und wir sind bei 9. Also denke ich mal, da kommt irgendwas noch, vielleicht bevor er aufbricht oder so. Heute ist auch Home Shopping, können wir die Pflanze. Ich gebe der Pflanze auch weiterhin Dünger. Wir brauchen keine Güte mehr. Das heißt, ich gebe immer Popling-Dünger rein. Nice. Aber hey, ich will die Pflanze weiterhin am Leben halten. Yes. Okay. Okay. I should write something. Speicherung schon mal hier. Das ist auch nicht unten aus, wenn ich was schreibe, ohne das zu wollen. Ja, ich mache immer Tagebuch. So. Home Shopping, was habt ihr an Angebot? Als erstes hätten wir das Stabilsalben-Set. Okay. Behandle die Wunden noch bevor sie entstehen. Körpersalbe und magischer Salbe. Schützt wahrscheinlich vor entsprechenden Angriffen. Ich habe die Zauber dafür, brauche ich nicht. Als nächstes hätten wir das Set Innere Muskeln. Mit diesem Set geht ihr nie die innere Kraft aus. Okay, finde ich jetzt auch nicht so krass. Nee, Alter, auch nicht zu diesen Preisen, vergiss es. Tschüss. Not gonna happen. Keiner hat mir geschrieben, das ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen für den heutigen Tag. Wow, ich habe keine Optionen außer Takemi. Das ist schon mal schlecht, das heißt nämlich, dass ich befürchte, dass wir diesen Parakarte unbedingt früh machen müssen, um wieder die Tage richtig nutzen zu können. Ne? Aber ich will trotzdem noch auf einen weiteren Tag hinaus, bevor ich das wirklich mache, weil ich auch wissen möchte, wie es abends aussieht. Wir können jetzt mal mit Takemi abhängen, haben wir lange nicht mehr getan. Ich glaube, wir würden sogar steigen, weil wir letztes Mal das Steigen bereit gemacht haben. Ich bräuchte nur wie eine Todperson und davon habe ich gerade keine, ne? Richtig. Gehen wir nochmal eben zusammen. Zusammen. Zum Velvet Room. Velvet Room. Hey, Inmate! Vielleicht nochmal eine Gelegenheit für mich, King Frost einzusperren. Ich würde auch nochmal ein Räuchertürchen anzünden. Der wäre es mir wert. I'll take care of him. Auch wenn das letzte ein Fail war. Make a choice, Inmate. King Frost. Gonna switch to a different incense? Ach, Amramar brennt noch. Okay, das heißt, ich habe ihn zu früh rausgeholt. Interesting. Ja, mal gucken. You wanna lock this one up? Ja. Get over here. Vielleicht klappt's ja jetzt. So. Können wir zufällig eine Persona erschaffen? Now choose. Gerade mit dem, was wir haben für Tod? Let us begin the search. Tod ist relativ in der Mitte, ne? Ja, hier so. Der bleiche Reiter wäre eine Option. Könnten wir als Upgrade sehen für Valkyra? Ah, da müsste ich Kushinari jetzt neu rausholen. Yatayo müsste ich auch neu rausholen, was nervig ist. Normalerweise fusse ich mittlerweile jemand Neues, aber in diesem Fall müsste ich so viel rausschreiben. Also werde ich lange mal wieder was aus dem Register rausschreiben. Wir müssen sowieso ein bisschen auch Register wieder einlegen. Und die kann ich bis auf Kraft leider alle anlegen. Aber wegen Kraft kann ich nicht alle anlegen, dammit. Ich weiß, ich habe Kraft auf einer besseren Stufe schon drin geschrieben. You'd like to register this? Aber alle anderen können rein. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Alle ein bisschen Erfahrung bekommen, ne? These are the paths you have walked. Hier kann der alte Höllenbalken nochmal rauskommen. Persona fee is required. Then accept this persona. Das Geld, das wir haben, schon nett. Ich habe lange nicht mehr verkauft. Ich könnte mal richtig hart verkaufen. Oh, stimmt. Ich hätte das fast vergessen. Wir sollten nochmal zum hier Waffenladen gehen. Wir können ja nochmal, erstens will ich die eine Waffe upgraden, zweitens verkaufen und drittens natürlich auch die andere Ausrüstung optimieren, bevor wir in den Bosskampf rennen. Ich müsste glaube ich auch nicht voll mitnehmen, glaube ich. Das ist ein bisschen trocken. Yo. Anpassen, damit aber der Rabatt, ne? Okay. Ich möchte unbedingt die Waffe von ihr schon mal anpassen. Das machen wir dann eben zusammen. Alright, which one? Und zwar diese hier natürlich. Und ich hätte gerne mehr Präzision. Jetzt sieht nämlich super stark. Nobody's gonna miss when that goes off. Not that you're firing these at people, right?
Ja, genau. Also, mehr Präzision wäre natürlich super wichtig, ne? Wenn das Ding ziemlich stark bringt, Präzision und Magie, das ist nice. Das ist super nice. Gut, dann würde ich sagen, ich schau mich hier einmal durch und sehen wir uns gleich wieder, wenn ich durch bin. Bis gleich. So, die große Kaufaktion ist durch. Nochmal alle das Beste Mögliche geben, was sie nicht von vornherein sowieso schon besser hatten. Wir sind immer noch bei 900.000 nach dem Verkaufen. Also, immer noch geldtechnisch sehr gut dabei. Ich wollte die DVD unbedingt zurückbringen, daran denke ich jetzt auch mal, bevor ich es wieder vergesse. Und Buchladen können wir auch wieder checken. Please, take your time. Nichts Neues, alles klar. Ja. Ich weiß, aber ich glaube, die werden wir eh nie lesen. Welcome. Hochspannend, das könnte natürlich Mut erhöhen, ne? Es wird wahrscheinlich auch sein, was wir brauchen. Ja, wir holen uns also 31. Ein Autor und ein Redakteur führen einen Krieg um eine Deadline. Hochspannend. Das müsste eigentlich Mut erhöhen. Das ist das Einzige, was die Mut erhöhen könnte. Ja, ich denke schon. Gut. Dann würde ich sagen, nach langer Zeit melden wir uns wieder in der Klinik, ne? Das ist wirklich lange her. Hey, Takemi. Prellungen, Verstauchungen, Brüche. Ich bin doch keine Unfallärztin. Keine Ahnung, warum im Herbst viel Sport getrieben wird, aber überanstreng dich nicht. Du bist schließlich nicht unverwundbar, nur weil du noch jung bist. Warum beehrst du mich heute? Also dann, mein kleines Versuchskaninchen, ich möchte etwas an dir ausprobieren. Wir werden heute steigen. Und was machst du? Willst du mit Takemi abhängen? Please head to the exam room. Okay, das war's für heute. Wenn es dir gut geht, kannst du nach Hause gehen. Hello? Takemis Klinik für innere Medizin? Was, schon wieder? Das ist also... Der Zug ist schon abgefahren. Das ist tragisch. Erinnerst du dich noch an das Mädchen, die Patientin vom Oberarzt Oyamada? Ihr Vater bringt sie wieder her, obwohl ich sie in ein anderes Krankenhaus verwiesen habe. Ich habe ihm sogar von dem medizinischen Fehler erzählt. Sie vertrauen dir. Ich bin nur eine Quacksalberin. Über den medizinischen Fehler wurde viel berichtet, deswegen weiß jeder davon. Ich habe die Entwicklung eines Medikaments gegen die unheilbare Krankheit Crawford-Ende geleitet. Ich habe das Medikament zwar nicht verabreicht, aber es war die Ursache für den Fehler. Bei dieser Krankheit greifen Zellen wahllos andere Zellen im Körper an. Wenn es auf die Muskeln übergreift, stirbt der Patient. Weil es einfach zu wenig Fälle gab, konnten wir nur kleine Fortschritte machen. Das Pharmaunternehmen, mit dem ich gearbeitet habe, war in den letzten Produktionszügen, aber eines Tages war ich plötzlich meine Stelle los. Mein damaliger Chef, Oberarzt Oyamada, hat dann meinen Platz eingenommen. Vielleicht wollte er den Ruhm für das neue Medikament selbst einheimsen oder reich und berühmt werden. Er hat fahrlässige Fehler gemacht, die Fertigstellung übereilt und es der Patientin Miwa verabreicht. Miwa-chan hatte eine Reaktion und ihr Zustand war kritisch. Mir wurde die Schuld dafür gegeben. Also ziemlich mies. Lass mich raten, wer schon öfters den Namen von diesem anderen Arzt gehört haben, ist ja auch nochmal relevant fürs Mementos. Ibachan und ihre Familie haben mir das sehr übel genommen. Obwohl ich ihnen alles erklärt habe, haben sie ihre Meinung mir gegenüber nie geändert. Ich hatte keine Ahnung. That's fine, aber das ist jetzt egal. Das Medikament wurde nicht weiterentwickelt und ich hatte keinen Grund mehr, dort zu bleiben. Jetzt kann ich wenigstens in Ruhe arbeiten mit meinem Versuchskaninchen. Vor diesem Medikament habe ich dir die finale Version verabreicht. Es sucht nach diesen aggressiven Zellen und zerstört sie dann. Für diejenigen, die nicht daran erkrankt sind, ist es deswegen auch harmlos, vermutlich. Das klingt aber schon echt gefährlich. Ich weiß schon, warum ich eigentlich nicht hier sein will. Das ist gut. Du schenkst mir viel Vertrauen. Danke, Versuchskaninchen. Naja, ich nicht. Hey. Ich möchte das gar nicht. Wir sind schon so weit gekommen. Du kannst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Ich komme meinem Ziel immer näher, aber ich brauche dafür deine Hilfe. Im Gegenzug bekommst du das Medikament zum Sonderpreis. Ich verlasse mich auf dich. Meine Bindung zu Takemi vertieft sich weiter.
Rang 5 immerhin. Immunisieren fügt dem Inventar in der Klinik weitere Hilfsgegenstände hinzu, also neue Items zum Heilen. Kann man sich bestimmt mal angucken. Irgendwann mal, wenn ich dran denke. Was soll ich jetzt mit dem Mädchen und ihrem Vater machen? Sie lassen sich nicht von mir abschrecken. Ich hatte schon lange nicht mehr solche Scherereien. Das macht mich fertig. Oh, mehr habe ich dir nicht zu sagen. Du kannst ruhig nach Hause gehen. Bei diesen zwielichtklinischen Tests mitzumachen, hat immer meine Mut erhöht. Ja, siehst du ja schon, sie war die Charakterin, die Mut erhöht. Das hilft mir sowieso ein bisschen für meine Leiste. Ein Pünktchen. Bye. Okay, danke für eine harte Arbeit. Einmal Noten. Dann kriegen wir am Ende nochmal Noten beim Telefonat. Dann wäre es okay, glaube ich. Einigermaßen. Geht's dir gut, mein kleines Versuchskaninchen? Ich wollte nur noch dich sehen. Tut mir auch leid für das lange Gespräch heute. Ich hatte nicht vor, dir das alles zu erzählen. Über Miwa-chan? Ja, du bist die erste Person, mit der ich das wirklich alles geteilt habe. Aber es war auch eine gute Erinnerung. Das muss ich einfach tun als die Pest. Okay. Na gut, das war irgendwie ihr Kosename. Kosename ist ein völlig falsches Wort. Ihr Spitzname, ihr komischer Titel, den sie bekommen hat. Ja. Dank dir verläuft die Entwicklung des Medikaments absolut reibungslos. Wenn es kein Problem mit dem neuesten Versuch gibt, können wir auf dem richtigen Weg sein. Oh, tut mir leid, ich habe einen Patienten. Vielleicht fehlt das Mädchen mit ihrem Vater. Ich muss los, bis später. Ah, you're back. Hey, Inmate! Ja, euer Spezialauftrag. Okay, drei Anfragen. Lalachan will, dass wir arbeiten, das ist mir völlig egal. Fortuna und der Vortrag, ja. Mit dir können wir aber auch Pluspunkte sammeln. Ist Akechi auch da? Akechi wäre hier, ne? Und er ist nicht da. Also ich gehe schon wieder stark davon aus, dass wir wieder nirgendwo steigen können. Solange wir nicht... Was wollte ich sagen? Solange wir nicht... Ah ja, das ist die Fahrkarte abschicken. Habe ich jetzt noch eine Sonne dabei? Ich glaube schon, oder? Hm, natürlich nicht. Ist immer das Gleiche. Ich hole eben eine Sonne. Ich würde ja nicht mit der Sonne abhängen wollen, weil er hat uns eine Deadline gegeben. Mit den wenigen Wahlen, die bald starten. Ich glaube nicht, dass ich ihn bis dato vollkriegen kann. Oder ich weiß nicht, ob das irgendwie damit zu tun hat. Keine Ahnung. Aber ich würde dann eher noch ihn pushen wollen, als jemand anderen. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die passende Person habe. Bis gleich. So, Yulungur nochmal rausgeschrieben. Und noch einen Ostefuß, um Platz zu haben. Ach, ja Gott, das wäre der Henkmann jetzt auch noch da, okay. Boah, wenn ich den Henkmann Spiel hier sehe, ne? Und wenn ich... wurde mir vielleicht doch angezeigt, oder? Keine Ahnung. Ne, eigentlich nicht. Da muss ich wieder fragen, ob Akechi vielleicht auch da wäre. Ich guck mal ganz kurz sicherheitshalber nach, okay? Ich kann immer noch das... Die 200 Yen, das interessiert mich jetzt nicht, so hin und her zu fahren, das ist okay. Er steht hier. Aber er hängt sich nicht mehr ab? Wahrscheinlich wegen dem Parakarte, ne? Ich wollte mit dir reden, aber leider muss ich jetzt los. Lass uns reden, wenn ich mehr Zeit habe. Bis dann. Okay, gut. Ich wollte nur sicher gehen. Und wenn wir schon hier sind... Er ist nicht da. Okay. Dann... Hm, der Vortrag, willkommen. Ich weiß nicht, ob wir steigen können, ehrlich gesagt, aber mal gucken. Please consider what I have to say. Die sinkende Geburtenrate sagt uns, dass wir unsere Aufgabe neu definieren müssen. Sorgen wir für ein Land, das neues Leben erzeugen kann. Das haben wir schon mal gelesen. Fällt mal ein. Hallo Kursastan, ich möchte mit dir über etwas reden. Während der Wahl kannst du mir nicht helfen, aber bis dahin haben wir noch Zeit. Ich halte heute wieder eine Rede. Und es wäre gut, wenn du anschließend mitkommen würdest. Wie sieht heute deine Verfügbarkeit aus? Heute bin ich verfügbar. Wir steigen auch. Super. Actually. Parlamentarier Matsushita möchte mich anschließend treffen. Du weißt, dass er möchte, dass ich seine rechte Hand werde. Er erwartet wohl eine Antwort. Bitte begleite mich nach der Rede dorthin. What's wrong? Sonst fiel ich der Treffpunkt hier. Sicher, dass wir nicht überfallen werden gleich? Was wolltest du besprechen? Ich habe gehört, dass du dich mit Kuramotos Enkel getroffen hast. Dir geht auch wirklich gar nichts, was? Ausgerechnet er wird als Kandidat von der Partei unterstützt, um meine Siegeschancen zu ruinieren. Ich will ganz offen mit dir sein. Nachdem ich dich schon gebeten habe, meine rechte Hand zu werden. Wir kämpfen gerade gegen die Kuramoto-Gruppe. What? Du kämpfst gegen Kuramoto? Ich habe auch Ambitionen, weißt du? Ich verdanke ihm sehr viel, aber ich will nicht, dass er ewig Einfluss auf mich hat.
Vor allem jetzt, wo er heimlich mit Shidos Abgeordneten zusammenarbeitet. Ich weiß, dass er dich gebeten hat, seiner Gruppe beizutreten, aber du solltest ablehnen. Sie wollen dich an die kurze Leine nehmen, damit du keine schädlichen Informationen preisgeben kannst. Die Unterschlagung, die man dir damals vorgeworfen hat, der wahre Täter, war der alte Kuramoto. What in the world? Was hast du gesagt? Ich habe mir die inoffiziellen Unterlagen der Partei von damals angesehen, es gibt keinen Zweifel. Kannst du ihn vorgeben? Er hat dich in die Politik eingeführt und dir dann übelst mitgespielt. Aber warum? Er hat sich seine Beliebtheit wohl erkauft und hatte daher ernste finanzielle Schwierigkeiten. I see. Du willst sagen, dass das meine Chance ist, meinen Namen reinzuwaschen, oder? Und deswegen brauchst du eine Antwort, ob ich deine rechte Hand sein will, ja? Sein eigener Enkel hat schon versucht, dich zu überzeugen. Ich kann daher nicht länger warten. Wenn du dich mir anschließt, kannst du Kuramoto dieses Verbrechen vorwerfen. Das ist deine einzige Chance, deinen Namen reinzuwaschen und Tunichtgut-Tore abzulegen. Mit Matsushita anschließen, mich Matsushita anschließen und dann Kuramoto rächen, aber. Und dann an Kuramoto rächen. Aber meine Kandidatur beenden. Mach es nicht. Es geht dir doch nicht um Rache, oder? Ich verstehe, so denkst du also wirklich darüber. Matsushita, ich danke dir für das Angebot, aber ich muss ablehnen. Das war wohl nicht die erste Antwort für ihn jetzt, aber okay. Du hast keinen denkbaren Grund abzulehnen. Mein Ziel ist es, Abgeordneter zu werden, nicht rechte Hand. Ich gebe meine Überzeugung nicht auf. Davon weiche ich nicht ab. Diese Informationen wären das entscheidende Puzzleteil, um Kuramoto auszuschalten. Es tut mir leid. Ist schon in Ordnung. Ich habe dir nur ein Angebot gemacht. Ich dachte mir, dass du vielleicht ablehnst. Also gut, bitte vergiss es. Ich entschuldige mich, dass ich dich so damit überfallen habe. Ich rede mit der Partei und unterstütze deine nächste Rede über die Phantomdiebe. Hm? Warum machst du das? Ich will keine Debatte über die Phantomdiebe. Ich will nur auf sie aufmerksam machen. Und du kannst dort deine Unschuld betreuen. Auf großer Bühne. Ehrlich gesagt bin ich glücklich, solange Kuramotos Gruppe an Einfluss verliert. Kawasakun, kein Wort darüber zu irgendjemanden. Um unser beider Willen. Also gut. Ich habe das Gefühl, ich bin im Kreuzfeuer einer politischen Verschwörung gefangen. Mein Freund will mich ausnutzen und mein ehemaliger Mentor will mich für sich gewinnen. Um meinen Traum zu erfüllen, muss ich meine Überzeugung aufgeben. Was soll ich tun? Bleib deinen Überzeugungen. Yes. Du hast recht. Wenn ich mich selbst verrate, verrate ich meine Schützer und damit auch dich. Mit dir zu reden hilft mir irgendwie immer, eine Entscheidung zu treffen. Als würde mein Herz manipuliert werden. Vielleicht. Wenn die Phantomdiebe wirklich existieren, dann sind sie dir gewiss ganz ähnlich. Aus irgendeinem Grund bist du mir beigestanden, du nicht gut Tora, der keine Unschütze hatte. Ich habe lange darüber nachgedacht. Du hast Grausamkeit und Ungerechtigkeit erlebt, das sehe ich in deinen Augen. Deswegen hast du den Drang, den Schwachen zu helfen. Und die Stärke, den Kritikern im Publikum zu trotzen und Matsushita und Kuramotos Enkel. Du bist kein gewöhnlicher Oberschüler. Das weiß sogar ich. Hey. Möchtest du darüber reden? Was würde das bringen? Das war nur ein Witz. Entschuldige, da bin ich zu weit gegangen. Da bin ich einfach nicht feingefühlig genug. Siehst du, was ich gerade gemacht habe? Mich selbst veräppelt, um die Spannung rauszunehmen. Das ist eine fortschrittliche Technik für Leute, für sich zu gewinnen. Die einmal Noten immerhin besser als gar nichts, aber Rang 8 immerhin. Gedankenkontrolle. Manchmal kannst du die Verhandlungen um eine Person überspringen. Sehr cool. Ich habe immer schon gedacht, dass irgendwann lernt ja auch sowas. Und das wiederum ist sehr praktisch. Alright. You're right. Alles klar. Naja, zumindest werde ich Matsushitas Hilfe für meine nächste Rede nicht ausnutzen. Wenn du bei mir bist, dann kann meine Überzeugung richtig gut ausreden. I shall ask you again another time. Wir können das bei der Rede noch weiter besprechen. Ja, gut, der Charme, der ist mir... Boah, 3 Punkte wären schon nett gewesen, aber naja. Well then, I'll see you again. Na, ja, waren viele falsche Entscheidungen. Bei der fitten Telefonat noch ein bisschen was retten? Danke, dass du heute dabei warst. Hey, jetzt habe ich völlig in meine Vergangenheit verwickelt. Ich habe dir das schon mal gesagt, Abgeordneter zu werden sollte nicht dein einziges Ziel im Leben sein. Ich stehe natürlich immer zu dem, was ich gesagt habe, aber was denkst du über all das heute? Sagen wir, du wärst an meiner Stelle. Würde dich ein so lukratives Angebot denn auf keinen Fall umstimmen?
Menschen lassen sich leicht umstimmen. Manchmal lässt uns die ganze Verlockung unsere Prinzipien vergessen. Deshalb darfst du nie vergessen, was dir wirklich wichtig ist. Verstehst du? Das werde ich nie vergessen. Gut, das Leben steckt voller schwerer Entscheidungen. Ich hoffe, die heutige Lektion fördert dein Wachstum. Nun, der echte Kampf beginnt jetzt erst. Ich muss mich ihm gänzlich widmen. Ich darf dich ja nicht enttäuschen. Gut, bis zum nächsten Mal. Ich verlasse mich auf dich. Vielleicht kann man ihn nach den Wahlen wieder ansprechen. Die Frage ist halt, ob er irgendwas bei den Wahlen erreichen muss, was er nur erreichen kann, wenn wir vorher Max sind oder so ein Kram, ne? Oder generell einen Punkt erreichen bei ihm. So, wer bietet sich heute an? Okay, nur du. Kann ich also mit den ganzen anderen nicht abhängen. Dann würde ich tatsächlich beim nächsten Mal die Prangerkarte beginnen, weil, wie gesagt, ich muss Möglichkeiten haben, mit den Hauptakteuren abhängen zu können und das kann ich anscheinend gerade wieder gar nicht. Nee. Null. Es ist wie immer, wenn die Prangerkarte hängt, muss ich mich beeilen, die Prangerkarte auszuführen, ne? Gut. Dann würde ich sagen, für heute beenden wir die Folge und nächstes Mal werden wir uns dann voll und ganz dem nächsten Bossfight widmen. Bin gespannt, was da alles passieren wird, denn jetzt müssen wir irgendwie langsam in die Gegenwart kommen, oder? Ist vielleicht schon das Prangerkarten-Krams-Gedönse der Punkt, wo wir dann damit starten? Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bye, bye.